So, jetzt fangen wir aber erstmal mit der Dagmar an und Dagmar ist 54. Hallo Dagmar. Hallo Domian, ich begrüße dich in meinem Wohnzimmer. Sehr schön, freue mich. Dagmar, um was geht's denn? Weswegen hast du angerufen? Ja, also ich bin, ich habe gestern Abend nochmal so ein bisschen rumgezippt und habe deine Sendung gesehen und auch gehört. Und da hat sich unter anderem, habe ich das Thema da mitbekommen von der jungen Frau, wo ich sag mal, Gänsefüßchen, wo der Küchenschrank darunter gefallen ist, so ein bisschen Mystik und so weiter. Ja, ja, genau. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, also ich habe von meinem 17. Lebensjahr an mystische Träume, überwiegend nur schlimme, schlechte Träume, Todesfälle, die eintreten, die ich voraussehe, die auch eintreten. Wie? Du kannst Todesfälle vorher, du träumst Todesfälle vorher? Ja, ich träume das. Seit deinem 17. Lebensjahr? Ja. Das sagst du? In der Familie, im Bekanntenkreis, ja. Das sagst du so salopp, das ist doch eigentlich schrecklich, oder? Ja, weil ich lebe damit schon. Also ich muss dazu sagen, das fing an mit meinem 17. Lebensjahr, da habe ich den Tod von meinem Opa vorausgeträumt und das hat sich bis heute hingezogen im Bekanntenkreis, Arbeitskollegen und so weiter. Wie viele Tode hast du denn schon vorher geträumt? Boah, also wenn ich mal grob über den Daumen, 10 mindestens. Und wie, in welcher Form träumst du diese Tode? Träumst du genau so, wie die Menschen dann sterben werden oder irgendwie anders? Ja, also es gab schon Fälle, wo ich selbst diese Person war. Unabhängig davon, ob ich die kannte oder nicht. Also es gab da, was mich wirklich mal berührt hat, also wirklich sehr berührt hat, das war von meiner Arbeitskollegin, die Schwiegermutter, und die habe ich überhaupt nicht gekannt. Die hat sehr, sehr weit weg gewohnt und ich habe geträumt aus der Perspektive der Frau, dass ich diese Frau bin. Ich träume dann in Farbe und es ist so real, dass ich bin hinterher fix und fertig. Brech dann auch in Tränen aus und so weiter. Also ich bin ein gesunder Mensch. Und, aber wenn du diese Frau gar nicht gekannt hast, wie kannst du dann denken, dass du die Frau bist? Weil ich das gesehen habe. Ich habe das erlebt im Traum. Ja? Ja schon, aber du wusstest ja gar nicht, dass diese Frau existiert. Nee. Bleiben wir mal beim Fall deines Opas. Den hast du vorher geträumt. Ja. Damals. Wie hast du das denn geträumt, genau? Ja, ich habe geträumt, dass er lag vor mir im Bett und über seinem Bett war an der Wand gemalt 8.8.1980. Ich habe 79, also ich bin eine DDRlerin, ne? aus dem Wilden Osten hier. Und mein Opa, der lebte in Ulm und damals waren die Grenzen zu, wir haben uns nicht gesehen und so weiter, nur eventuell mal telefoniert, viele Briefe geschrieben und so weiter. Ich habe sehr an ihn gehangen. Und 79 habe ich geheiratet und da habe ich das letzte Mal gesehen. Und ich stand auf der Straße, wir haben uns verabschiedet und ich habe gewunken und gewunken und meine Mutter kam irgendwann im Haus und sagt, sag mal, jetzt kommst du aber mal rein. Ich sage, nein, ich kann nicht, sage ich. Ich sage, wir sehen Opas letzte Mal. Wieso? Ich sage, er wird nächstes Jahr am 8.8.1980 sterben. Und genauso ist es passiert. Das heißt, kannst du immer genau das Datum vorhersagen? Ja. Ja. Immer, bei allen 10 Fällen? Ja. Und träumst du auch die Todesursache vorher? Ja. An was ist der Opa gestorben? Mein Großvater an Krebs. Und das hattest du auch geträumt? Ja, er hatte eine Kugel auf dem Bauch liegen und er hatte, also im Endeffekt hat sich nachher herausgestellt, dass er Magenkrebs hatte, ja. Hat er eine Kugel auf dem Bauch liegen? Ja, das habe ich habe es gesehen, dass er eine Kugel war, ne? Und da habe ich habe mir das, was heißt nicht ausgemalt, aber es kann ja nur damit zusammenhängen, weil er war Berufskraftfahrer und war ein gesunder, kerniger Mensch, ja. Ich bin erstaunt darüber, dass du das wirklich so locker flockig erzählst. Mich würde das grauen, wenn ich so eine Fähigkeit hätte oder wie man immer das mal nennen mag. Ja, eine Fähigkeit, Domian, muss ich jetzt mal so sagen. Also mittlerweile ist es so, dass Träume sind, die mich jetzt nicht mehr schlafen lassen. Also ich habe manchmal schon Angst einzuschlafen, weil ich nur ein bisschen Mist träume, ja, also schlimme Sachen. Wann hast du den letzten Todesfall geträumt? Von meinem Enkel. Das war vor 5 Jahren. Von deinem Enkel? Also den letzten Todesfall, den habe ich vor Weihnachten geträumt. Das ist auch eingetreten. Und wer war das? Und das war mein Nachbar. Ja, klingt doof, ist so. Das klingt nicht doof. Aber ist so. Ja, nee, ich kann normal drüber reden, weil... Was war mit dem Enkel? Was war mit dem Enkel? Mein Enkel zum Beispiel, ja, der ist jetzt Gott sei Dank 6, also wir konnten ihn retten. Das war nachts um 3, ich bin aufgewacht, also ich habe geträumt, dass er vor mir lag, tot, leblos. Und da bin ich aufgewacht und bin im Garten, es war im Garten, ich habe im Garten nicht schlafen und bin dann raus und musste erstmal wirklich laufen, damit ich wirklich wach werde. Ich muss dann raus, richtig. Was war denn da mit dem Enkel?
Ja, er lag tot vor mir und er wohnt, wie gesagt, 400 Kilometer weg von mir. Und ich habe dann auch nachts meine Schwiegertochter angerufen und habe ihr das gesagt, Andrea, ich sag, du musst sofort ins Zimmer. Ich sage, wo ist Niklas, ne? Ich sage, du musst da rein, ich sage, irgendwas ist mit Niklas. Ja, und ich so bloß schreien hören und so weiter, Krankenwagen noch schnell, also er hat schon blaue Fingernägel gehabt, war damals 6 Monate alt und ja, diese Kindstodgeschichte, ne? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und dann das heißt, ich, da dann hast an, du, wenn da, alles vorbei ist. Ja, das heißt, da hast du den Tod verhindert. Ja, Gott sei Dank, ja. Hast du denn sonst auch schon mal anderen Leuten gesagt, hier, ich habe geträumt, dass sie oder dass du stirbst? Jein. Was heißt Jein. Das? Jein heißt, weil es sind fremde Personen, die, wo diese, also in der Familie waren sie 2 bis jetzt und ansonsten waren es ein Bekannten und ein fremder Kreis, ja. Mhm. Also wie von meiner Arbeitskollegin zum Beispiel die Schwiegermutter, die kannte ich gar nicht, in keinster Weise. Da hast du gerade von gesprochen. Ja, ja. Mhm. Die wohnt auch sehr weit weg. Ich habe die Frau nie gesehen, nie den Namen nicht und nichts gar nicht. Ich habe aus der Perspektive dieser Frau. Ja, das hast du gerade schon erzählt. Hast du gerade erzählt schon. Also du warnst die Leute nicht vorher. Doch. Doch, aber gerade hast du gesagt, jein, hast du gesagt gerade. Ja, weil es gibt auch Fälle im Bekanntenkreis. Ich habe eine sehr gute Freundin zum Beispiel in Harz hier wohnen. Und zu ihr habe ich gesagt, also jetzt am 10. Mai, jetzt der kommende 10. Mai, wird etwas passieren. Mhm. Ja, ob das nur, also ein Tod möchte, ich möchte das nicht sagen, weil viele sagen schon, Dagmar, du bist eine Hexe. Am 10. Mai, das heißt, du glaubst, also du hast geträumt, dass diese Frau am 10. Mai sterben wird. Nein, das nicht. Um Gottes Willen. Warum Gottes Willen? Du hast mir doch erzählst mir doch, dass du immer von Toden träumst. Was hast du denn jetzt? Ja, was hast andere du denn? Mystische Dinge. Was passiert auch denn? Andere mystische Dinge jetzt, aber ich habe jetzt nicht geträumt, dass sie am 10. Mai sterben wird. Um Gottes Willen, nein. Sie muss den 10. Mai muss sie aufpassen, ja. Also es wird etwas passieren. Es ist nie was Gutes. Hast du denn schon mal jemandem gesagt, ich habe geträumt, dass du in 3 Wochen sterben wirst? Hast du das schon mal jemandem gesagt? Nein. Das nicht? Kann ich doch nicht tun, das kann ich doch nicht machen. Nee, ich frage dich ja nur. Ich frage ja nur. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gefragt. Also, ja, Entschuldigung. Hast du denn ganz konkret deinen eigenen Tod auch schon mal geträumt? Nein. Nein. Nein, immer nur andere Leute. Ja. Ich selbst noch nicht. Mhm. Mhm. Aber es macht dir mittlerweile auch schon Angst, wie du es gerade beschrieben hast, ja? Doch, das stimmt, ja. Also, da kann man ja auch. Ich habe manchmal schon Angst, nachts einzuschlafen, ohne Quatsch, ja. Da kann man ja auch gar nichts gegen machen. Nein, das kann man auch nicht beeinflussen oder irgendwas, ja. Mhm. Also mein Nachbar jetzt zum Beispiel, das war jetzt 2 Tage vor Weihnachten jetzt letztes Jahr. Ich hatte keinen Bezug zu ihm, ich kannte auch seinen Namen nicht mal, nichts, gar nichts, aber da habe ich gesagt, also vor Weihnachten wird an diesem Haus was Schlimmes noch passieren. Ist das spätestens zum 22. Mhm. Frag mich jetzt nicht, warum, wieso dieser Mann ist am 22. ist der vom Balkon gesprungen aus dem 3. Stock. Ist er verstorben? Natürlich tot, ja. Mhm. Naja. Ja. Mann, was glaubst du, was das ist oder woher du das hast, was das ist? Ich weiß es nicht. Kannst du dir nicht beantworten? Es gibt Dinge, ich sag mal, ob das diese Kindstodgeschichte ist, die bis heute ja noch nicht wissenschaftlich erklärt ist, warum ein Kind einfach aufhört zu atmen, ja? Oder warum man solche Dinge träumt, ja? Vielleicht kann man so etwas irgendwann auch wissenschaftlich erklären, vielleicht. Ja. Aber im Moment eben nicht und im Moment kann dir auch keiner helfen. Du musst es dann einfach so hinnehmen und aushalten. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Hast du den Eindruck, dass je älter du wirst, das intensiver kommt? Ja. 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 Also ich habe im Internet, spaßhalber mal, ich versuche mich kurz zu fassen, im Internet hat mich eine junge Frau einmal, wie das so ist, man ist in irgendeinem Profil, da schaut mich eine Frau an und sagt, mein Gott, was will sie? Ja, du bist eine Hater. Ich rede jetzt mal Deutsch, Entschuldige. Hm. Und irgendwie hat mich das Bild angezogen. Ich denke, mein Gott, man nimmt Kontakt auf. Das ist mittlerweile jetzt 6 Jahre her. Hm. Aus diesem Kontakt hat sich dann herausgestellt, dass wir beide sehr, 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 sehr viel gemeinsam haben. Wir haben beide am 4.1., wir haben dann Kontakt aufgenommen, schriftlich und so weiter, wir haben dafür telefoniert. Mhm. Wir haben am 4.1. Zwillinge zur Welt gebracht. Mhm. Die sind 2 Jungs. Mhm. Der eine davon, der ist hat den gleichen Namen, er hat den gleichen Beruf. Ach. Wir hatten das gleiche Restaurant. Ach. Wir haben Charaktereigenschaften, die unglaublich gleich sind. Unser erster Mann hat den gleichen Namen. Es ist doch, was soll das, ja?
Also da kriege ich jetzt selbst schon wieder Gänsehaut, Man kann sagen, dass das in irgendeiner Form du ein übernatürliche oder nicht begreifbare Fähigkeiten hast. Ja, ne, ich selbst glaube ja irgendwo nicht dran, aber es ist halt da. Ja? Ist halt ich wache manchmal auf und da sage ich, mein Gott, das kann nicht sein, du hast schon wieder so Mistbock geträumt. Ja. Ich esse auch abends nicht 10 Schnitzel, dass man sagt, du hast nicht gegessen. Nein, das wird dann sicherlich, daran wird es nicht liegen. Ja, Dagmar, danke, dass du uns das erzählt hast und ich hoffe, dass du wenige oder kaum Träume hast. Ja. Aber im Fall deines Enkels war es ja ein segensreicher Traum. Du hast ihm das Leben gerettet. Ja, das ist der Hammer. Ja, das ist wirklich hoch beeindruckend. Ja. Ich danke dir für den Anruf und wünsche dir alles Gute und hoffe, dass du nicht Schlimmes mehr träumst. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute und Grüße an dein Team. Dankeschön, richtig gerne aus. Tschüss, Dagmar. Ciao. Tschüss.